Guten Tag! Freut mich wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Wir fliegen jetzt gerade zu Joe in Palutens Dorf nach Edgartown. Denn Joe hat hier geschrieben, möchte jemand ein Game, das ich für Palutens Edgartown gebaut habe, mit mir testen, ist ein 1 vs. 1. Du bist auf dem Weg, / tell the Joe, yes, let's go, ich bin unterwegs. Was, Joe hat 0 Tote? Hä? Das glaube ich nicht. Das muss ich ihn gleich mal zur Rede stellen. Hä, ich glaube das echt nicht. Wie kann denn Joe 0 Tote haben, bitte? Oh, da ist Sparks Haus im Weg. Let's go, komm. Hui. Einmal hier durch. Dann sind wir hier gleich bei Polluten. Mal können wir hier die Waypoints ausmachen. Die stören nämlich, wenn man so viele davon hat. Ihr seht oben in der Minimap. Ich habe ziemlich viele davon. So, müsste gleich da sein, jeden Moment. Let's go. Das ist... Hä, ist das so weit weg gewesen? Das ist doch jetzt hier gleich... Hier hinter den Hügeln, hinter den 7 Bergen, bei den 7 Zwergen. Hier, ja. Joe Craft, hallo. The Joe, hallo. The Joe Craft, hallo. Hi. The Joe. Hallo. Hi. Was geht? Alles fit? Hä? Wieso stehst du so komisch da? Weiß ich nicht. Du stehst mit deinem Kopf... Hä? Wie stehe ich denn hier? Ja, der Kopf total verdreht. Also dein Kopf... Eben. Soll ich einen Screenshot machen? Warte, ja, mach mal einen Screenshot. Safe wieder nur irgendwas am Rumtrollen. Okay. Was für... Okay, jetzt... Ja, es ist so. Zu spät. Ich konnte keinen Screenshot machen. Oh. Du hast Edgar getötet. Nein. Jetzt da. Kannst du mir mal erklären, warum du 0 Tode hast? Weil ich aufgepasst habe. Ne, hast du nicht? Du bist safe schon gestorben, das weiß ich auch. Wann denn? Ziemlich am Anfang. Am Anfang hat mich Space einmal getötet, aber es wurde zurückgesetzt, weil das Projekt lief da noch nicht. Zwei du kannst nicht 0 Tod. Tode haben, ich glaub dir das dann. Doch, ich habe aufgepasst, die ganze Staffel. Das kann nicht sein, Joe! Doch, es ist aber so. Ich glaub dir das wirklich nicht. Du hast wieder irgendwas gemacht, damit du auf 0 Tode. Das Einzige ist mit Namen Reset. Du hast deinen Namen verändert oder so. Nein. Doch, ich glaub das nicht. Ich gehe den ersten Stream bei mir komplett durch und guck mir das an. Okay, mach das. Gut. Ja, mach ich. Und dann werde ich Spark aufnehmen, Basti? Ich nehme schon auf. Hallo, hi. Oh, perfekt. Dann würde ich es nämlich auch aufnehmen. Bereit? Daumen hoch für das Video von Joe! Yeah! Ich hab noch gar nicht begonnen. So, dann okay. Ich bin jetzt offiziell in 3, 2, 1. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joe Craft zu einer weiteren Folge Craft Attack und heute mit Basti! Ja, willkommen auf The Basti Craft! Wieso heißt es eigentlich willkommen auf The Joe Craft? Also ich bin ja nicht auf dir. Nein. Ja, das ist ja auf dem Kanal The Joe Craft. Das sagen so viele YouTuber. So, ich weiß auch nicht, warum ich das? Auf. Also, was höre ich? Hä? Hier schlägt jemand einen Zombie. Da bricht jemand ein. Einbrecher. Oh, da. Ausbrecher. He's on fire. Okay. Ja, ich hatte mir Folgendes vorgenommen. Ich hatte gedacht, Basti, dass wir heute einmal ganz kurz mal gucken, was hier in Edgar Town passiert ist. Ich brenne für dieses Projekt. Und meine Zuschauer, by the way, auch. Die wollen nämlich noch etwas ausrichten. Kannst du dir vorstellen, was meine Zuschauer euch ausrichten, dir sagen möchte? Was? Was? Rate mal, was die sagen möchten. Was? Hey, YouTube natürlich. Hey, YouTube. Der ganze Livestream-Chat ist voll. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da und so weiter. Und donatet am besten unter dem Video 50 Euro Super Thanks und so. Ihr wisst Bescheid. Nein. Ein Abo reicht total aus. Ich will 400 versuchen zu knacken. Das wäre geil, wenn wir es schaffen. 400 okay. Euro? Basti. Nice. 400 Abonnenten. Achso, nice. Okay. Also, so. Edgartown, was ich dir mal kurz zeigen wollte, ist die Dinge, die ich gebaut habe. Und vor allem, was hier nicht mehr, ne? Guck mal, was hältst du da vorne? Ist noch nicht fertig, aber was sagst du zu meiner Zugbrücke? Eine Zugbrücke hast du gebaut? Herr, aber ja, deswegen einmal hast du mich nicht hergeholt, ne? Nee, das ist, ich hab noch was Geileres. Okay. So, und das... Hä? Oha! Das ist genial mit den verschiedenen Segmenten hier aus Slime und Honigblöcken und so. Genial, ne? Danke, es freut mich, dass es dir gefällt. Ja, genau. Das wird noch schöner gebaut. Das ist jetzt erstmal nur ein Design. Die Idee ist quasi, dass hier später so ein Burgtor gebaut wird. Achtung. Mhm. Und so eine Zugbrücke. Das Tor soll sich dann öffnen, damit man durchgehen kann. Dann kann man es wieder hinter sich zumachen. Kannst du mal einmal drücken und ich bin dazwischen und wir gucken, was passiert.
Ich glaube nicht, dass das gut für deine Lebenserwartung ist. Wir können es gerne machen. Achtung. Lass mal machen, bitte. Ah! Oh, alles gut. Hä? Ey, kriegst du ein Achievement dadurch? Oh. Was ist das? Geil. Okay. Jump also, into the honey block. Ah, nice. Komm mit. Die zweite Sache, die ich mit dir nämlich machen wollte, bevor wir dann zum Highlight kommen, ist etwas, was ich schon immer mal mit dir machen wollte, Basti. Du wolltest mit mir etwas tun? Ja, und zwar, ich wollte schon immer mal mit dir im Paludes Bett schlafen, okay? Was hältst du? Oh, ja. Let's go. Hey, cool. Hallo. Perfekt, dann kann ich das schon mal von meiner Bucketlist streichen. Und jetzt kommen wir zum Highlight. Ich habe ein Minigame gebaut, das Palut noch nicht gesehen hat. Und ich bin gespannt, wie es dir gefällt. Denn es ist ein Edgar-Spiel. Nein, okay. Aber fügt man da Schweineleid zu? Ganz im Gegenteil. Nein. Es geht darum, Schweine anzulocken. Ich zeig's dir mal. Mhm. Okay. Da vorne ist nämlich die Edgar-Arena, wie du siehst. Na, der Arena, wo Schweine drin sind? Oh Gott, Joe. Ja, genau. Du gehst auf der linken Seite hoch, ich gehe auf der rechten Seite hoch. Oh, aber, ja, gut, okay, es ist ein großes Gehege. Ich glaube, das ist okay für die Schweine. Absolut. So, das Ziel ist es, die Lampe, die da in der Mitte ist, auf deine Seite zu bringen. Und alles, was du dazu machen musst, ist ein Schwein zu fangen, indem du auf den Knopf drückst. Hä, du hast ja jetzt schon eins. Ja, ich habe eins schon gefangen. Es geht schon los. Hä? Es geht die Lampe in meine Richtung. Einfach Knopf drücken. Kennst du dieses Happy Hippo Game? Ja. Genau. Genau dieses Game. Ja, aber wieso hast du denn schon angefangen? Ich wusste ja noch gar nicht, um was es geht, Mancho. Jetzt weißt du, worum es geht, genau. So, man muss ein bisschen Glück haben. Nice. Ja, hä? Das ist so ein bisschen, man muss die Schweine machen. Ja, du kannst auch spammen, ist ja kein Problem. Nein! Das geht jetzt quasi hin und her. Ja, aber selber. Hä? Ja, du Lacker. Was? Ich hab nicht aufgepasst, was hab ich gemacht? Ja, du hast irgendwie ein Schwein gefangen. Ne? Also man muss hier so ein bisschen die Edgars zu sich rufen. Komm her, fein, Schweinchen. Okay, und Ziel ist es quasi, möglichst schnell zu sich das Ganze zu locken. Es ist, kleine Schweine werden noch nicht gewertet von der Technik. Ja. Im richtigen Moment natürlich auch drücken. Du siehst, die laufen die ganze Zeit hier rum. Die Schweine kommen wieder zurück ins Gehege. Das heißt, wenn du die gefangen hast, kommen sie aus der Mitte wieder raus. Ja, aber... Wie, warte mal, sind die nicht auf goldene Karotten aus? Nee. Oh, das ist verbotene Techniken hier. Ach so, okay. Ein bisschen sputen hier. Also ich darf keine Karotten nehmen. Ey, wie? Nee. Du hast übel gecheatet. Ich resette. Ich hab gewonnen. Nee, ich hab gedrückt. Jetzt ist reset. Okay. Hä? Okay. Ist geil? Gefällt's dir? Ja, das ist mega, aber ich finde, es soll den gemeinsamen Startpunkt geben. Was wäre... Wenn alle Schweine im Untergrund wären und beim Drücken des Spielbeginns werden alle rausgesprudelt. Und dann geht's los. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriege, das zu resetten. Aber wir können gerne noch mal eine Runde spielen. Bist du bereit? Ja, okay. 3, 2, 1, let's go. Go. Hä, manchmal... Hey, es sind zwei Minecarts gefahren. Das ist... Ja, ist nicht schlimm. Show. Ja, ist nicht schlimm. Das ist... Genau, das ist manchmal bouncen die sich schon wieder richtig an und ab. Ja, gut. So. Hoffe ich zumindest. So, genau, jetzt ja, jetzt ist ein Minecart zurückgefahren. Ja. Bei mir sind halt keine Schweine. Guck dir das mal an. Du hast da drüben gezinkt. Nix, ich zink hier nix. Ja, guck mal. Ja, das ist das Problem. Du musst sie locken. Ruf sie zu dir. Edgar, komm her. Edgar ist da hinten. Nein. Schwein, komm. Dummes Schwein. Nein. Oh, du hast gerade ein Schwein beleidigt, Joe. Du hast gesagt, dummes Schwein. Ich fass es nicht. Das ist keine Beleidigung. Ich hab nur was festgestellt. Nein. Man darf, das ist ein Gebot der Edgarianer, du darfst Schwein nicht in einem abwertenden Kontext verwenden. Aha. Ja. Und du hast dummes Schwein gesagt. Ich hab's gehört. Aha. Ich also noch der Schuldige hier. Ja. Das ist, also, Joe, ganz ehrlich, ich glaube, da läuft irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Nein. Oh, doch, jetzt läuft was. Ja, ich muss es gerade hier. So, let's go, komm. Werbung! Es gibt jetzt übrigens die Möglichkeit, mit dem VIP Plus Kanalmitgliedsrang exklusive Videos von mir zu sehen. Und zwar ist es ein extra Projekt mit Kroko, Lars, Calimero und mir. Ein Uncut Let's Play. Also nicht hier wie die normalen Videos so richtig hin und her gecuttet, zack, 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 sondern einfach Start-Stop-Aufnahme, Oldschool. Wenn das interessiert, VIP Plus und dann kommt ihr zu dem Projekt Minecraft Natur. Viel Spaß. Weiter geht's mit dem Video. Werbung Ende. Hey, ich habe gerade zwei Schweine reingemacht und es ist nur eins zurückgekommen. Nee, weil ich auch noch ein Schwein. Also quasi das Ding erzählt ja in Echtzeit mit. Also quasi guck. Oh, wir haben diese Technik gebaut. Das ist ja übel. Ich hab's gebaut. Guck mal, die Schweine kommen in der Mitte wieder zurück. Umschummeln. Ich hab gewonnen. So. Ich will jetzt mal auf die Seite. Hä? Okay. Jetzt hast du gut, dann tauschen wir die Seiten. Einverstanden. Was ist das da unten? Ist da unten einer?
Da unten ist ein Nametag. Da unten läuft einer. Das gehört zur Bahn von. Das ist ein Nametag von der Bahn von. Wie nennt sich das? Die Bahn von. Stiggy, die U-Bahn. Ah, okay, bereit? Okay, ja, let's go. Ja, let's. Ja, ey, du. Weißt du, du sagst let's go und drückst schon. Ich bin doch gar nicht ready. Oh. So. Ja, man muss einfach. Man muss ein Schweineflüsterer sein. Das ist es nämlich. Ich habe das Gefühl, dass die Schweine mich nämlich mehr mögen als dich gerade irgendwie. Das oder? Kann nicht sein, Alter. Du schummelst übel. Ich habe schon drei Stück wieder reingeschoben. Ja. Komm her. So, let's go. Komm her, schon. Komm. Rabeschweinchen. Wer ist ein feines Schweinchen? Jawohl, Mann. Guck, das ist seitenabhängig. Da musst du dir noch was überlegen. Nein, das ist nicht. Fein. Ja, guck dir das doch mal an. Ja, jetzt hab ich sie. Komm her. Nein. Hä? Joe! Sauerei ist das. Das ist ja Sauerei. Hey, das hab ich gleich gewonnen. Das war gar keine Absicht. Nein. Schnell. Alle rein da. So. Schnell. Komm her. Ey, es ist, glaube ich, echt seitenabhängig. Nein, ist es nicht. Also, es ist wirklich Zufall. Also, reiner Zufall. Weil die Schweine sich halt bewegen. Genau, die bewegen sich alle random tatsächlich. Die bewegen sich mal in Scharen, mal nicht in Scharen. Das ist wirklich reiner Zufall. Jetzt wieder. Let's go, komm. Ich bin gerade überlegen, ob man sogar hier eine Druckplatte hinmacht. Hä, Alter, das ist so eine Sauerei, Mann. Ich habe schon längst gewonnen eigentlich. Da, guck, jetzt. Es ist eine Seitensache, Joe. Na. Doch. Na, das ist tatsächlich nicht. Nee. Es kommt auf die Seite an, wirklich. Ich glaube, ich mache eine Druckplatte hin, das ist noch cooler. Aber wie gefällt dir denn das Minigame? Also das Minigame finde ich mega. Mega. Aber das Problem ist halt wirklich, ich glaube, die Seite hier ist bevorzugt. Ich weiß nicht. Also die Schweine verteilen sich halt immer wieder per Zufall. Es kann sein, dass jetzt gerade sich hier ein paar Schweine knubbeln, weil sich hier so eine Traube gebildet hat. Aber die bewegt sich langsam über das ganze Feld. So ist es eigentlich, nämlich Minecraft funktioniert so eigentlich nicht. So, aber eigentlich, die Technik funktioniert ziemlich gut. Was wäre denn, wenn man ist das so eine Art Start, also Ausgangspunkt macht? Warte mal kurz, was ist, wenn man eine Karotte holt, in der Mitte ist irgendwie, keine Ahnung, so ein Tor und alle Schweine müssen da drin sein und dann, sobald du das Tor geöffnet hast oder so, dann tun die sich ja ausbreiten. Ja. Aber das ist schwierig, das auch umzusetzen. Also ich würde es jetzt erstmal so lassen. Und ich bin erstmal gespannt, was Palle zu sagen. Aber da kann man immer noch irgendwie was machen. Aber es ist ein wirklich gutes Game, ne? Was ein richtiges Tauziehen ist, ne? Schweinetauziehen kann man sehen. Hast du noch eine Idee, wie man es nennen kann? Soll ich ChatGPT fragen? Frag mal. Warte mal kurz. Ich schicke jetzt ChatGPT einen Screenshot von dem Game. Ja? Und sage, ich brauche einen Namen. Ja. Wie bist du auf die Idee zu dem Game gekommen? Joe? Oh, ich bin gemutet. Ich sollte mich auch nicht muten. Ich hatte diese Idee hatte ich mal vor Ewigkeiten gehabt und habe sie jetzt mal das Verfahren geupdatet. Bin aber sehr zufrieden. Es läuft gut. Technik funktioniert. Cool. Edgard. So. Das ist. Ich habe jetzt gesagt, gib dem Minecraft-Schweine-Minigame einen Namen. Mach 10 Vorschläge, Joe. Jetzt sind wir mal gespannt, was als rattert. Ich habe auch noch eine Idee. Also, die Vorschläge von ChatGPT kommen jetzt. Und, liebe Zuschauer, ihr könnt auch noch mal in die Kommentare Vorschläge schreiben, wie dieses Game heißen soll. Dann werden wir dieses Game offiziell demnächst mal benennen. Macht's mal in die Kommentare. So, okay, ich mache jetzt die Vorschläge. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Also, Nummer 1 ist Schweinesturm. Nummer 2 Schweinehüter. Ja. Nummer 3 Graslandgrunzer. Okay. Nummer 4 Schweinchensprint. Ja. Das ist, passt nicht. Ne? Fünftens Rosa Raser. Sechstens Eberrennen. Siebtens Schweifjagd. Achtens Schweinepuzzle. Neuntens Suhlensause. Und zehntens Ferkelflitzer. Ich sollte vielleicht erklären, was das Ziel des Spiels ist. Aber ich finde Schweinehüter eigentlich nice. Ja. Also so in die Richtung. Edcard aus meinem Livestream-Chat fand ich auch gut und ich bin gespannt, was die YouTube-Zuschauer schreiben werden. So, aber in diesem Sinne, ich bin gespannt, was ihr schreiben werdet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert den Showcraft für 400.000 Abonnenten und lasst 50 Euro Super Thanks in den Kommentaren Dann lasst bei mir da. Ja, lasst bei Basti da. Der freut sich mehr darüber als ich. Ja, genau. Ich hab's nötig. Ciao, Leute.